Hallo Leute, hier sind wieder MacFest 2051 und Varuna, MC. Ja, so, wir stehen vor diesem Feld. Fliegen und springen sieht komisch aus. Ja. Sieht aus, als würde es hängen. Wir stehen vor dem Feld, genau. Und das wollen wir endlich mal wegmachen, dementsprechend kommt der ganze Schamas, der hier ist, endlich mal fort. Da hat Shadow die ganze Zeit irgendwas angepflanzt, ohne sich drum zu kümmern, dass das irgendwie sinnvoll eingesortiert wird oder sonst was. Nein. Und das Feld wollten wir eigentlich schon wegmachen, als wir hinten die Felder angelegt haben. Wir hätten vielleicht unten erstmal den Planter wegmachen sollen. Ich habe doch gesagt, erstmal die Maschinen weg. Ach so. Wenn man zuhört, ist das schon von Vorteil. Hatte mich schon leicht gewundert, wieso da irgendwie... oh toll, ich bin voll. Prost! Nicht so voll. Anders voll. So, hast du den Planter weggemacht? Ja. Sehr schön, dann können wir jetzt hier mal die restlichen Sachen entfernen. Ich guck mal, ob ich mein Inventar irgendwie leer kriege. Da ist ja so viel Scheiß, das gibt's gar nicht. Ich hab den Magnet nicht dabei, schon bleibt der ganze Kram liegen. Ja, ich hätte ihn auch ausmachen können. So, dann können wir jetzt erstmal die ganzen Kabel und die ganzen Dinger alle wegmachen. Kabel auch? Ja. Botania braucht keine Kabel. Wir haben hier neu. Vielleicht auch. Hoppala! Was? Bist du runtergefallen? Ja, gut, dass ich fliegen kann, sonst wäre ich jetzt schon gestorben. Warum ist da ein Loch drin oder was? Weil ich es gerade reingehauen habe. Ja, muss man ein bisschen zärtlicher sein. Ich habe extra die Spitzhacke nicht upgegradet und trotzdem geht sie ab wie Zäppchen. Hätte vielleicht einfach die verkackte Zange nicht weglegen sollen, dann ging es schneller. Und warum? So, brauchen wir hier irgendwas davon? Nee. Nichts mehr, was automatisch abgesaugt wird. Kiste muss nichts abziehen. Und Solarzellen brauchen wir auch keine. Sehr schön. So, und jetzt? Haben wir keine Schaufel. Ach nee, nee, das wollte ich nicht. Machen wir erstmal ein bisschen Gemüse hin und Erde. Ich wollte ja den Stein netterweise mal auffüllen. Den Stein? Ja, das Loch im Boden zum Runterfallen, das ich geschaffen habe. Ja, guck mal, vielleicht habe ich in meinem Knapsack keins mehr. So ein bisschen Spruce Wood hier für die Planke, damit das nicht so leer ist. Etc. Guppelstone war das, gell? Jo. Ein Hammer. Einen gechiselten Cobblestone. Was wolltest du noch? Spruzelwood. Bäumchen. Huch! Hätte die Gäste vielleicht erst leer machen sollen. So. Ah, hier komme ich wahrscheinlich gar nicht durchgeflogen. So ist es. Bist zu fett. Ja, ja. Nee, das ist irgendein Zaun unten drin. Wo? Ach, da soll ich groß gut hin. Ja, schon voll. Oh Mann. Na, warte mal, hier ist sowieso falsch gebaut. Na, hier lassen wir es wegen dem Ding. Ich mach jetzt alles hier rein, ist mir egal. Bis auf die Sachen, die wir brauchen, dann würde ich einfach wieder raus. Mein Magnet hätte ich gerne wieder. Ein Baum und ein Buch. Den hab ich nicht. Wir haben kein Spruce Wood. Achso, doch, war alles schon fertig. Der Rest kommt mit Birke. Ihr habt ja alles so hässlich gebaut. Nein! Ich hab doch gesagt mit Birke! Ja, ah, du bist auch so eine Birke. So. Er kann einfach passt. Nicht schön bauen. Ups. So. Passt schon. So! Ich habe noch eine Solarzelle. Oh, mach einfach die Technikkiste. Hab ich doch. Nerv mich so, nicht. So, und jetzt zeigen wir den Leuten, was wir vorhaben. Warte, ich gehe noch schnell was holen. Nee, warte, jetzt fehlt mir noch was. Ja, du kannst ja schon mal erklären. Weshalb wir das überhaupt machen? Weshalb wäre vielleicht interessant? Ja, weshalb? Nicht, weil wir wollen das schon die ganze Zeit einfach nur wegmachen.
Ja, weshalb wir das wegmachen, aber weshalb wir jetzt das folgende Thema anschneiden. Achso, ja, genau. Wir hatten ja letzte Folge noch gesagt, wir hätten gerne Enderperlen. Dafür hätten wir gerne mehr Endermann, um die zu klatschen. Und wo geht das besser als im Ende? Und um ins Ende zu kommen, müssen wir normalerweise so ein Enderauge schmeißen und das Portal suchen. Nur in einer Welt, wo nichts existiert, außer dem, was man selber baut, ist das ein bisschen schwierig. Und deshalb ist das das Ende der Folge. Ja, genau. So, wir haben deswegen gesagt, gut, wir kommen an diese Endportal-Frames. Und als allererstes, man kann sie in Legendary Lootbags finden. Komm, wir machen mal gerade die Lootbags auf, das wollten wir doch eh ja, noch machen. Warte, ich zeig mal gerade hier. Hier, Legendary Lootbags, Endportal. Wie viel hast du? Endportal-Frame. Ich habe letzte Folge schon ein bisschen reingelinst in meine. Ich habe schon ein paar, ich glaube 7 oder 8. Voilà, dann lasse ich dir mal noch 8 übrig. Krieg ich die noch ins Inventar? Ja, kriegen wir noch rein. Oh ne, das war doof. Na egal. Ich fang mal an. Jo. Ich glaube, wir machen das einfach im Schnelldurchgang, sonst dauert das so lang. Okay. Oh, Magnum Torch. Mana Pearl. Ja. Kein Platz mehr im Inventar. Warte, ich habe ein Enderium, aber das habe ich ja schon fast automatisiert. Nur das Gal und eine Magnum Torch, cool. Ich noch eine Magnum Torch. Drei schon. Zwei Stück. Du hast zwei, ich habe eine. Ein Octactic Capacitor, sehr schön. Und das war's schon. Also jetzt an den wichtigen Sachen. Der ganze halt Krams, den man immer so findet. Wie schnell bist denn du? Ich habe nochmal zwei Witterköpfe. Und so, keinen Platz mehr. Crimson Rüstungsteile mal in die Rüstungskiste. Eine Horse Armor. Ein paar Ingots. Was ist denn jetzt? Warum habe ich jetzt einen Slowness-Effekt? Ich habe einen Sonntagsbraten, der scheint auch abzugehen. Ah, wahrscheinlich wegen Bedrock, Jung. Hat doch was. Oh Mann, bin ich langsam. Jetzt fühle ich mich wirklich mal fett. Ja, Bedrockium hat, glaube ich, diesen leichten Slowness-Effekt. Aber Magnum Torch ist gut und Attack. Hab's geschafft. Octetic Capacitor auch. Blablabla. So. Und, ja, wenn man jetzt trotzdem mehr Endportal-Frames braucht, ich weiß gar nicht, wie viel man da haben muss. Ich glaube, drei aus. Ich habe Overgrowth Seeds von Botania. Ich glaube, die sind ziemlich wichtig. 12 brauchen wir, glaube ich, von den Frames. Brauchen wir leider Gaia Spirit von Botania. Das heißt, wir müssen mit Botania anfangen, um ins Ende zu kommen. Und um mit Botania anzufangen, benutzen wir einfach ein Buch mit einem Setzling und bekommen das Lexika Botania. Moment, bin noch nicht so weit. Ich guck trotzdem in meins schon mal rein. So, 49. Edition. Das war dann, glaube ich, dafür stehen, dass es die 249. Release von dieser von Botania ist. Ich muss ja noch aussortieren. Erzähl einfach mal weiter. Erzähl weiter, als ob ich mich groß mit Botania auskenne. Das hat immer Maybe R gemacht. Ja. Crimson Cult Banner, den will ich haben. Nein, nicht online. Oh, verkackt. Ich habe auf Schaue online nachgeguckt. Moment, ich muss nochmal Vollbild machen. So. Share. Gibt's hier nicht irgendwo weiter? Hallo? Krieg mein Inventar nicht leer. Wo hast du denn den Magnum Torch hin? Die sind in der Kiste irgendwo. Ich will nur wissen, wie es hier weitergeht. Ah. Willkommen zu Botania Teil 2. Ich will jetzt den ganzen Kram eigentlich nicht durchlesen. Ich will wissen, wie es losgeht. Vorwärts, rückwärts. Ich will den Kack auch nicht teilen. Ich will einfach weiterlesen in dem doofen Buch. Ah, endlich. Ich bin durch ein dummes Übersichtsfenster angekommen. Wir müssen, glaube ich, am Anfang erstmal dieses Petal Apothecary bauen. Ja, genau. Ich hole mal gerade so ein komisches Ding da. Das habe ich nämlich letztes Mal schon geschaut. Petals haben wir ja schon durch die Monsterfalle gesammelt. Genau. Cobblestone Slabs, die haben wir wahrscheinlich nicht gerade auf Vorrat. Ich gehe mal welche organisieren und machen. Cobblestone haben wir. Doch, eine Cobblestone Slab haben wir.
Ja, wir brauchen mehr. 3 für das Ding, 4 hin, dann machen wir 7. Das sollte hoffentlich reichen. Weil, warum benutze ich nicht einfach unsere schnellen Portfunktionen? Dollar. Dann habe ich jetzt Slaps. Ich. Hä? Ah, danke. Tada. So, das sollten wir in der Nähe von der Wasserquelle aufstellen. Wo hat man denn Wasser? Nirgends mehr. Nirgends mehr, sehr gut. Aber wir haben hier noch den Wassertank. Nutzen wir doch einfach den. Willst du das hier am Ende? Okay, das ist jetzt mitten reingepflanzt. Warte mal, das da können wir auch mal dem Erdboden gleich machen. Der Endertank kann es nicht voll pumpen. Ja, wäre jetzt gewesen. Vorhin hast du gesagt, das geht nicht zu automatisieren. Ich glaube, es geht nicht, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal extra testen. Komm, komm, komm. Ah, warte mal, wir haben doch gerade so was Cooles gekriegt. Dumm. Hm. Schade. Da. Brauchen wir jetzt. Also hier brauchen wir uns keine Sorgen über das Ausleuchten machen, da unten steht eine Magnum Torch. Ah. Auch egal. Sollte vielleicht noch einen Eimer hier irgendwo hin machen. Schade, das klappt nicht. Egal, wir machen dann mal weiter. Ich muss immer gucken, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, ist ein Let's Play und kein ich weiß es, wie es geht. Also ich habe voll gemacht. Schön, mach den Teller leer, du darfst nachher spielen gehen. ich habe total den Faden verloren. Einen Eimer wollte ich holen. Ist schon voll. Ist schon längst voll. Ach so, hast du voll gemacht. Sehr schön. Echt, ach, das sieht man bei meinem Texture Pack beschissenst. Also, hier ist der Strich von dem Wasser. Es ist ganz schwer zu sehen. Okay, wir haben diese Apotheke im Gedöns gebaut. Und wie ging es dann weiter? Achso, ich könnte auch mal gucken. Wir müssen mit Pure Daisies anfangen, genau. Jetzt gerade noch die Fackeln hier und dann fange ich auch mal an. Guck ich auch mal rein. Wir müssen. Ich habe noch 20 davon im Inventar. Fackeln? Ne, von diesen weißen Teilen. Ach so, dann mach doch mal welche rein. Wie, muss ich die da einfach reindroppen oder was? Werfen mal 4 rein und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ja fast so wie in Dings da hier. Towncraft. Achtung! Geh weg, sonst. Kriegst du sie? Ich hab keinen Magnet an. Ich habe meinen gerade ausgemacht. Ah. Okay, sieht gut aus. Und jetzt? Hier ist eine Anzeige, es ist okay, dass es zur Pure Daisy geht. Ich weiß noch nicht, ob man mit irgendwas draufklicken sollte. Plus Seed. Wir brauchen noch einen Seed, der liegt da in der Kiste. Ach genau, da muss man noch Samen reinschmeißen. Genau, da das war das was. Unten dran. Ich habe mir erst gedacht, da liegt da ein Seed rum. Nee. Da muss man ein Seed rein. Wo steht das? Ach stimmt, plus ein Seed, ja. Oh, oh puff. Hast du was gekriegt? Ja, ich hab sie. Bitte das Ganze nochmal. Wir brauchen ja mindestens 2 Pure Daisies. Ich hab Wasser. Hat ganz schön gezischt. Genau, da war was. Aber ich glaube, wir haben irgendwo eine Farm für Seeds. Das habe ich gekriegt. Juhu. So, dann stellen wir die mal irgendwohin auf. Ich hoffe, die wächst auf der Pampa. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, ganz normales Holz und ganz normalen Stein. Ich glaube, den Keystone-Stein. Nehmen wir denn? Ich nehme ein bisschen Sprucewood. Wir haben ja schon ein wenig automatisiert. So, 3400 Stacks oder so. Sprutzelwood. Nicht nebeneinander bauen. Wieso nicht? Boah, hast du aber Glück gehabt, dass die nicht. Hä, was machst du jetzt? So. Jetzt machst du das gleiche da drüben mit Steinen. Und dann? Wo da drüben? Kannst du das auch machen? Mach aber nicht exakt nebendran, sondern mach lieber ein Feld frei, dass auch noch so 8 Steine passen, so wie hier. Hast du das nicht schöner machen können? Das ist nur für kurzzeitig. Dann bin ich jetzt gerade mal interessiert, ob wir eigentlich Steve's Factory Manager hier drauf haben. Den gibt es! Was kann man damit machen? Hm? Was macht man damit?
allen möglichen Jammers automatisieren. Und jetzt? Warten. Wie warten? Das ist das Problem. Wir könnten noch, du hast zwar gesagt, du hast 20. Ich gehe mal gucken, ob Shadows Farm, denn wir machen mehr von diesen Blumen. Ich habe noch 12 hier im Inventar. Ja, ja, ich brauche aber Samen. Ich habe nur noch einen Samen. Gibt's auch bei mir. Hier oh. Sind noch zwei. Wir brauchen ja nur zwei Samen. Ja, ich habe noch zwei. Sag das doch. Hast du mich gefragt? Geh mal Samen holen. Hier, meins hat schon geklappt. Hast du jetzt noch einen Samen? Ja, hab ich. Guck hier. Jetzt haben wir Living Wood. Dann hau mal rein. Ja, hab's gesehen. Ah, und da hinten funktioniert's auch gerade. Ist ja cool. Oder einfach abbauen. Ja. Und durch neuen Shammers, Startshammers ersetzen. Ersetzen. Ach so, ja, 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 ich vergaß. Und mit Steve's Factory Manager kannst du das exakt mit dem Block abgleichen und ersetzen, sodass der automatisch den Shammers macht und wieder wegmacht. Mm. Dann braucht er den ganzen Kram. Aber da will ich jetzt nicht reingucken. Wir waren beim Zweig. Ich weiß nicht, wie ich bei dem Ding nach links blättere. Ah, einfach zwei Dinger untereinander, dann haben wir so einen Zweig. Den brauchen wir für irgendwas. Jetzt mache ich mir auch mal das Buch. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Tada. Ich kann Netherrack in Cobblestone umwandeln. Seelensand in Sand. Eis in... Oh! Hä, wo hast du das jetzt gesehen? Das steht in dem Buch drin. Du kannst mit dem Ding Wasser in Schnee umwandeln. Das heißt, damit könnten wir Schnee machen. Oh nein! Jetzt habe ich denselben Fehler gemacht wie du. Hm? Ja, aber... Hä? Ich check grad nicht. Wo hast du das alles gelesen? Das steht in dem Buch. Ja, aber wo? Du musst nach diesem Willkommensding erstmal wegkommen. Ach, da muss ich wahrscheinlich einmal rauskippen, ha? Ja, ja, ich komme auch nicht so ganz klar mit. Dann kommt hier ein Plus. Hä? Ich mache gerade die ganze Zeit Lesezeichen, die ich nicht möchte und auch nicht weiß, wie ich sie weg. Shift-Klick zu wegmachen. So, weg mit den Lesezeichen. Tutorial to the page. Ah, hier, jetzt. Ah. Bauen jetzt erstmal so gammige Tagesblumen. Die ersten Blumen überhaupt. Ich baue mal hier weiter den Stein ab. Das mal da so weiter. Weitermachen. Ja, Botania war, glaube ich, eines der Dinge, die Shadow machen wollte. Aber ja, der wollte auch Draconic machen und so sind wir jetzt halt schneller. Rappig. Ja, ich habe immer noch so Overgrowth Seeds. Was mache ich damit? Die brauchen wir bestimmt später. Ich gucke gerade, irgendwo müsste doch bei diesen dummen Blumen stehen, wie die gehen, oder? Bei welchen? Oh, nein, nein. Ups. Bedöd. Nee, das wollte da nicht rein. Pure Daisy. Jetzt haben wir diese dumme Pure Daisy und wie geht's weiter? Hey, ich guck mal hier. Ich mach mal den Weg andersrum. Ich hab nämlich da wir ja. Wir brauchen erst Mana-Manipulationen, um den Runic-Altar zu machen. Hm. Okay. Ah. Tada. Hey, können wir hier mal irgendwo ein Crafting-Table hin platzieren? Du hast schon die Steine gemacht, guck mal, ob du aus 5 Steinen... Moment, ich mach den Mana-Pool gleich. Hab das auch gerade gesehen. Stell da aber mal einen normalen Crafting-Table hin, weil dann können wir beide gleichzeitig craften. Brauchen wir zwei gelbe, einen leicht blauen und orangenen. Dann brauchen wir noch einen Minecraft. Die anderen Paddles holen. Und gucken, ob man die noch pflanzen kann. Shadow hat gemeint, man kann die hier gar nicht mehr so einfach vermehren. Das ging früher mal.
Guck ich mal, ob ich so ein Paddle pflanzen kann. Minecraft. Okay, Mana Pool. Pflanzen lassen sie sich ganz normal. Ach nee, Minecraft brauchen wir gar nicht, so einen Schrott. So, Mana Pool. Pflanze ich mal hier hin. Da muss auch wieder Wasser rein. Und die konnte man früher Bohnenmehlen. Dankeschön. Da muss Mana rein, kein Wasser. Hä, aber doch, der hat doch da Wasser drin. Das sieht nur aus wie Wasser. Das ist ein Mana-Pool. Okay, da passiert echt nichts. Vergrabene gelbe Paddle wächst nicht. Es gibt die ganze Zeit die Wachstumsanimation, aber es passiert nichts. Da muss Wasser rein oder drunter. Nein! Doch, da ist doch unten eine Wasseranzeige. Im Mana Pool. Unter dem Mana Pool gibt es eine Anzeige. Also nicht hier, nicht das hier, immer in den Rezepten. Geh mal auf den Gaia Pylon. Der bei welcher Kategorie ist? Hä? Welche Kategorie? Im Nei. Oh, wir sind schon bei 21 Minuten. Ich mache jetzt einfach folgendes. Das muss gehen. So, wo ist da? Ich habe jetzt den Gaia-Pylon und weiter. Und wenn ihr dann auf dann gehst du einfach mal auf das mittlere Ding, Mana-Pylon. Ja. Dann auf den Mana-Diamond. Ja. Dann einmal nach rechts. Dann hast du den Diamanten, den Mana-Pool und den Mana-Diamant. Und unten drunter ist eine Wasseranzeige. Das ist keine Wasseranzeige, das zeigt dir einfach an, wie viel Mana das aus einem vollen Pool verbraucht. Es ist Mana, kein Wasser. So viel Ahnung habe ich davon. Wir brauchen kein Wasser bei dem Scheißdreck. Menno, der macht mich immer runter. Jetzt glaub mir doch einfach, wenn ich sage, es ist kein Wasser nötig. Ich bücher dich. Ich hau dir das Buch auf den Kopf, vielleicht hilft das. Vielleicht sollte man mit dem Buch unter dem Kopfkissen schlafen. Also was willst du jetzt wissen, wie man da Mana reinkriegt, oder was? Nein, wir müssen jetzt erst ein paar Dayblooms machen. Mein Problem ist natürlich, dass wir irgendwie diese Petals nicht vermehren können. Ich nicht weiß, wie wir sonst an diese blöden Paddles kommen sollen. Normalerweise kannst du die Dinger pflanzen. Hier, dann wachsen die, wenn du sie bonemealst, und dann kannst du aus einem Paddle eine Pflanze machen und aus der Pflanze kannst du dann auch nochmal, was weiß ich, 2 bis 4 Paddles machen und dann hast du halt mehr. Breite mal ein bisschen Gras. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Aber es klappt nicht. Was? Die Petals wachsen nicht. Jetzt ist eine gelbe Pflanze gewachsen. Yay! Yeah. Haben wir noch irgendwo... Ach, nochmal einfach so. Ja, ich gieße fleißig, aber es passiert nichts. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin ein bisschen schneller wie du. Ich höre, du hast gerade die Petals abgerissen, die ich gepflanzt habe. Was? Das ist da, wo die Wiese gelb leuchtet. Wo leuchtet? Ach, hier. Ja, ich habe F7 noch an, weil mir leuchtet gerade alles gelb. Also bei mir stört das nicht. Okay, auf jeden Fall scheinen diese blöden Paddles nicht zu wachsen und das ist ein Problem. Wir brauchen nämlich ganz viele davon und immer mal wieder mehr. So, und wir haben 17 Stück davon. Das heißt, wir könnten zwar mal 2, 3 Daybloom machen, aber dann geht es halt nicht weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe davon noch mal welche irgendwie gemacht bekommen. Ich weiß, wie es halt normalerweise geht, aber hier hat es halt nicht funktioniert.
Ich lass einfach mal hier hinten guck mal, schnell. Vier stehen und würde sagen, wir machen mal noch diese Daisy Dayblumen Dinger. Die Dayblumes, das sind die langweiligsten, aber die einfachsten. Mhm. Hast du noch Samen? Ja. Dann kriegst du bitte noch Samen mit, hellblauer und orangene Petals. Wo hatte ich denn die einsortiert? Da oben. Die gelben hab ich, das passt. Gut. Mach ich das Holz mal in die Holzkiste. Was kostet blau? Hellblau und orange. Hellblau und dunkelblau nicht. Nein, nur hellblau. Light blue und orange. Und die Samen natürlich, damit wir es fertig zaubern können. Oh, hab ich gut, dabei. Dann bessert das Ding mal bitte. Es ist bewässert. Wie viel brauchst du? Jeweils eins. Achso, ein Signal. Genau, und weiter. Nochmal? Ja, als weiter. Noch dreimal. Ist ja richtig Arbeit hier. Wir müssen die Folge beenden. Ja, das machen wir noch. Wir pflanzen die Pflanzen vorher noch an und dann ist gut. Noch zwei, also noch eins, noch einmal. Nochmal. Du hast gesagt, noch zweimal. Ja, so rum. Puff, fertig. So, jetzt haben wir Dayblooms. Und ich brauche noch einen Mana-Spreader. Kannst du mal gucken, wie man den noch schnell macht? Jo. Ding. Mana-Manipulation, Mana-Pool haben wir, Mana-Spreader. Hast du das Living Wood noch? Davon brauche ich. Ja. Living Wood und ein Paddle. Ah, wir haben ja hier so ein Teil. Hast du noch ein Paddle? Ja. So. Wieso habe ich jetzt geguckt? Ich hoffe, das kann ich mit dem Zweig irgendwie einstellen. Nein? Dann stellt sich ihn halt andersrum. Man kann mit irgendeinem Botania-Tool drehen, aber ich weiß gerade nicht mit welchem. So, er zeigt hier hin und hinter dem Spreader setzen jetzt die Dayblooms. Und ich glaube, alles, was man bei denen beachten musste, dass sie nicht nebeneinander stehen. Und die erzeugen jetzt ganz langsam, während Tag ist, Mana. Es wird Nacht. Ja, ist ja egal. Es ging nur darum, dass sie jetzt ganz langsam Mana erzeugen. Naja, vielleicht hier, haben guck wir, mal, hier. Ach nee, da ich hast weiß, da habe ich noch welche gepflanzt. Ach so. In der Hoffnung, dass sie vielleicht von alleine wachsen. Ja, dann mach ich das doch auch mal. So, und vielleicht haben wir nächste Folge. Hier, jetzt siehst du, jetzt haben wir schon einen ganz kleinen Ticken Mana bekommen. Also so viel, dass der Pool anzeigt, dass was drin ist. Ah. Ja, da kam gerade so ein Mana-Puls. Ja, aber das wird jetzt ganz, ganz langsam mehr, weil diese Dayblumen sind echt kacke, aber für den Anfang ist es nötig. Wir können ja aus dem Mana-Pool mal einen guten Pool machen und so weiter. Nimm mal den Diamanten. Das reicht noch lange nicht. Nein, aber nimm den mal ins Inventar und fokussier das Teil. Habe ich dir einen gegeben? Ja, es klappt noch nicht, steht da. Es reicht, ist nicht genug Mana. Ja, aber einfach, dass man das mal gesehen hat. Gut. Dann haben wir nächste Folge hoffentlich ein bisschen mehr Mana und können uns mal einen verbesserten Pool draus bauen. Und wie das Ganze weitergeht, schauen wir dann auch nächste Folge. Ja. Deswegen wollte ich das hier noch aufgebaut haben in dieser Folge, dass es in der nächsten hoffentlich dort weitergeht. Aber ich hätte gerne eine Anzeige. Es muss ja eine Anzeige geben. Weißt wo du schon siehst, wie viel da drin ist? Das gibt's leider gar nicht. Das wird halt mehr. Irgendwann ist das Ding halb voll oder so, oder ganz voll. Ja, man kann ja so Mana-Spreader da ringsrum platzieren, oder nicht? Der eine zieht aus dem großen Bereich von hinter sich alles ab und macht's in den Pool, das reicht. Na, hinter sich, aber auf der rechten Seite nicht. Von was auch immer du dann ziehen willst. Na, von der anderen Seite. Gut. Lass uns noch schnell Gras über die Sache wachsen und dann wär's das schon von meiner Seite aus. Ja. Von mir auch. Wir machen dann in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr mit der Botania-Sache weiter, in der Hoffnung, dass wir dann noch besser wissen, was zu machen ist. Hust, hust. Ja, jetzt kriegen wir schon irgendwie hin.
Wenn nicht, müssen wir MyVR fragen. Ja, genau, das ist die MyVR, bitte hilf uns Folge dann. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der kennt sich besser mit aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar oder einen Besuch bei McFisto da. Und Varuna natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Tschüss, Leute. Ciao, Varuna.